Freunde, willkommen bei Ghost TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen heute mal so ein bisschen Revue passieren lassen und so einen kleinen Ausblick schon mal vorab auf das Jahr 2024 geben. Zumindest so für den, ich sag mal, das erste Quartal, das erste halbe Jahr, was ich letztendlich so geplant habe. Und ich brauche natürlich dabei auch so ein bisschen Unterstützung von euch, damit ich weiß, was ihr sehen wollt und was nicht. Ja, Gott sei Dank neigt sich in meinem realen Leben die Arbeit langsam dem Ende. Wir haben hier bei mir in der Agentur traditionsgemäß nur ab Anfang Dezember das Jahresendgeschäft, was so langsam ausläuft. Und ja, da bleibt dann Gott sei Dank etwas mehr Zeit, um sich, wie in meinem Fall, um YouTube-Videos zu kümmern. Ja, was haben wir vor so im nächsten Jahr oder was habe ich mir gedacht? Der Kanal ist ja letztendlich groß geworden durch Waffensachkunde, Waffenrecht, alles was mit dem Thema zu tun hat und irgendwann sind dann ja auch so ein paar praktische Videos dazugekommen und das ist auch gut so. Ich würde ganz gerne im nächsten Jahr mehr praktische Videos wieder bringen. Aktuell ist es etwas schwierig, weil, ja, ich sag mal, die Umstände so zum Jahresende hin auf den Ständen ein bisschen komplizierter werden. Termine sind relativ schwer zu kriegen, aber das soll der ganzen Geschichte keinen Abbruch tun. Ich habe mir Folgendes vorgestellt. Zum einen werden natürlich die Themen, was Waffensachkunde, Waffenrecht angeht, natürlich weiter behandelt hier auf dem Kanal. Wenn ihr da mal Videowünsche habt, bestimmte Themen, die euch interessieren, wenn es ums Waffengesetz bzw. um die Waffensachkunde geht, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Da sind wir dankbar für, wenn wir so ein bisschen Futter von euch kriegen. Ansonsten haben wir uns mit den Niners, mit der Sportshooter-Gruppe bei uns, für die Bezirksmeisterschaften im nächsten Jahr angemeldet, sowohl Kurz- als auch Langwaffe. Und das Ganze startet dann mit der Bezirksmeisterschaft im BDS für die Kurzwaffen. Da haben wir 3 Starts gebucht. Das Ganze geht dann im Februar los. Da werden wir dann für die einzelnen Starts mal versuchen, Videos auf die Reihe zu kriegen. Das wird nicht an uns liegen, sondern am BDS, ob es machbar ist, da ein paar Sequenzen zu drehen, ob das genehmigt wird. Und dasselbe gilt für die Langwaffengeschichte bei den Bezirksmeisterschaften. Die geht dann Ende Januar los. Und im Mai, das hatte ich auch schon mal angekündigt, haben wir dann geplant und gebucht das erste Mal Polen. Da wollen wir dann wirklich mal das klassische Long Range Schießen im Großkaliber, aber auch Kleinkaliber mal testen. Und ich werde da meine nächsten Erfahrungen sammeln und euch natürlich kundtun und meine Ergebnisse gerne mit euch teilen. Dasselbe gilt für Holland. Auch da wollten wir eigentlich im Dezember hin. Allerdings gibt es da aktuell organisatorische Probleme, weil durch den Erwerb meiner 308, die auch eingetragen werden muss, sowohl im europäischen Feuerwaffenpass als auch in der WBK, laufen die Einträge aktuell noch. Nur die Behörde tut sich da eben, ich will nicht sagen schwer, aber die Mühlen mahlen langsam und so konnten wir jetzt im Dezember zum Beispiel nicht nach Holland, weil der europäische Feuerwaffenpass eben nicht da war. Aber okay, auch da werden wir nicht von sterben. Wir werden auf jeden Fall dann auch im nächsten Jahr auch wieder, sobald die Einträge über die Bühne gegangen sind, wieder regelmäßig nach Holland rüber und dort Videos machen. Ja, und eine Geschichte, da überlege ich noch, ob ich das Ganze nochmal aufgreifen soll. Wir hatten seinerzeit mal unsere ersten Gehversuche mit der Niners Sportshooters Gruppe im Bereich IPSC mal vorgestellt. Die Resonanz war eigentlich ganz gut, aber wir haben natürlich seinerzeit auch extrem viele Fehler gemacht. Ja, wir haben das Ganze noch vor unserem Surt letztendlich rausgebracht. Das heißt, wir hatten jemanden, der uns unterrichtet hat, aber wir waren natürlich auch alle noch sträfliche Anfänger bei der Geschichte. Mittlerweile werden wir natürlich auch im nächsten Jahr
Wettkämpfe im IPSC bestreiten wollen. Wir favorisieren da auch den holländischen Raum, alleine aus, ja, aus Fahrtgründen, aus Entfernungsgründen. Hier bei uns vom Ruhrgebiet ist man schneller in Holland als nach Philippsburg zu fahren zum Beispiel. Und wir wollen einfach mal schauen, ich überlege eben, ob wir da nochmal anfangen sollen, einzelne, einfache Stages, die wir uns letztendlich fürs Training rausgesucht haben, mit euch nochmal zu teilen und euch Trainingssequenzen aus dem IPSC-Bereich dann nochmal zur Verfügung zu stellen. Da wäre mir aber ganz lieb, wenn ihr euch dazu wirklich mal äußert und unten in die Kommentare mal reinschreibt, ob ihr Bock darauf habt, auf so eine kleine IPSC-Serie oder ob wir das generell in unser Videoportfolio mit aufnehmen sollen oder ob ihr sagt, Alter, was ihr da fabriziert, ist für den Arsch, das wollen wir nicht. Da sind wir also so ein bisschen auf euch auch angewiesen. Ja, das soll ein kleiner Ausblick gewesen sein. Einfach mal ein Video zwischendurch, weil gerade ja ein bisschen Zeit ist. Und eure Meinung ist wie immer gefragt. Ich hoffe auf rege Teilnahme. Bis jetzt habt ihr mich da nie enttäuscht. Ich hoffe auch dieses Mal nicht. Ja, und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ihr wisst, ich freue mich und der Kanal muss weiter wachsen. Ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Das wird irgendwann am Wochenende rauskommen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Samstag oder Sonntag. Das muss ich mal sehen. Da wollen wir dann nochmal über die VDW-Kampagne Next Generation kurz sprechen. Die Forderungen sind gefordert worden. Das heißt, die 20 Forderungen, die vorgesehen waren, sind jetzt auch durch. Und viele von euch fragen immer, ja, wie geht's weiter? Auch da werden wir unter anderem dann in diesem Video drüber sprechen. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann da wirklich wiedersehen. Bis dahin bleibt gesund, fit und munter und passt gut auf euch auf. Ciao, ciao.